Wenn du verlierst, was wird passieren? Dabei ist es heutzutage einfach, sich zu therapieren. Schluss jetzt mit der Hässlichkeit. So viele Schurken, so wenig Zeit. Ein letzter Blick in deine Spiegel und du bist bereit. Denn was die Welt jetzt wirklich braucht, ist dich in deinem Supermann-Kostüm. Two.
richtig Lust? Okay, wir auch. Kurz ein bisschen Arschkriechen, Schleim. Wisst ihr, wo das allererste Konzert des Racing Teams überhaupt jemals stattgefunden hat? Für die, die jetzt sagen, nee, in Hamburg. Von daher verbindet uns, also Häkchen jetzt nicht, aber uns anderen verbindet was mit dieser Stadt. Und deswegen, das ist kein BH. Willkommenslaola, also einfach nur damit wir uns zu Hause fühlen. So von euch aus gesehen rechts auf der Tribüne anfangen, hier rüber und dann nach hoch irgendwie bis zum Notausgang. Bitte begleitet von spitzen Schreien, dann klingt es gleich viel schöner. Auf die Plätze, fertig und bitte!
Stop.
nicht klatschen, macht ganz so Spaß. Thank you.
schönes Bild. Wer von euch hat kein Deo benutzt heute? Okay, das Umfanglied eignet sich hervorragend für den Scheibenwischer. Jetzt habt ihr die Hände schon oben. Lass mich noch kurz das Tempo vorführen. Du hast mich verlassen. Das war ziemlich hart. Du hattest doch sofort einen neuen Start. Du hast mich verlassen. Und das war gemein. Dein Neuer ist dämlich und dämlich und hässlich und relativ klein. Du hast mich verlassen. Das war nicht so fair. Ich bin bestimmt 20 Meter größer als hier. Mental, du hast mich verlassen. Das war ziemlich mies. Ich werd's nicht vergessen. Und Rache ist süß. Heute Abend muss es sein. Ich spreche deine Wohnung. Steck ich mich jetzt.
verlernt, wie es geht. Bin ich endlich irgendjemand nach Hause schicken? Sonst ist es vielleicht bald zu spät. We'll be right back.
hier in der Halle diese hässliche Barriere in der Mitte. Das ist angeblich zu eurer Sicherheit. Ist ungefähr so, als würde man mitten in den Partykeller nochmal eine Mauer ziehen. Aber so ist es halt, da können wir nichts gegen machen. Was wir aber machen können, ist, wir können trotzdem vielleicht die ein oder andere Wall of Death basteln. Und wenn ich dieses Wir benutze, dann meine ich nicht mich hier auf der Bühne, sondern euch. Das nun folgende Lied bietet gleich zwei Möglichkeiten dazu, eine schnelle Wall of Death zu machen. Ihr braucht jetzt keine Ansagen, Wall of Death zu machen. Okay, könnt ihr auch, bitte. Dauert halt etwas länger. Wie soll sich jetzt auflösen? Beim ersten T, was ich benutze? Okay. Ja, hat nicht geklappt. Okay, das Mufa-Lied hat diesen Teil. Und das ist alle Zeit, die ihr hättet, um die Wall of Death zu bilden. Also geht doch mal wieder zusammen und dann testen wir das mal. Wir hatten erstaunliche Ergebnisse in Hannover und Leipzig. Warum tut ihr die jetzt aus? Weil sie gut waren? Nicht sehr fair. Zeugt von einem kleinen Minderwertigkeitskomplex, wenn ich weiß. Okay, 1, 2, 3, 4. Schwach! Das ist doch schon richtig gut für Lüneburg. Das ist richtig gut für Gießen, aber wir sind in Hamburg, Leute! Okay, ihr wisst, was ich meine. Ich gebe euch ein Beispiel. Hummel, Hummel! Genau, Team Spirit. Und jetzt macht man eine vernünftige Wall of Death. Kommt zusammen. Mann, alles muss man selber machen. Oh, da hinten ist eine, da hinten wird eine zweite Wall of Death aufgemacht. Sehr gut, sehr gut. Ich begrüße das. Das sieht von oben noch besser aus. Zwei noch Mieze als Publikum gar nicht. Okay, 1, 2, 3, 4. Stopp! Das ist doch now we're talking! Und ich sage, zwei Walls of Death hat noch niemand hingeguckt. Er hingekriegt. Aber das war jetzt auch der, das war ja quasi die Trockenübung, also kommt erneut zusammen, die Leute auf den Mengen, so geht es halt nochmal weiter. Ja, es geht gleich weiter, wenn wir jetzt das Lied spielen. Viel Spaß dabei, diesen Teil zu finden. Aber erstmal entführen euch Christina und ich in eine bessere Welt, um dahin zu leben. Denn einiges an unserer Welt viel zu viel investiert in Waffen und ich glaube, lasst es an mir schützen. Ein Vorteil liegt nah auf der Hand, muss ich für mich zerstören. Und schießen muss, hat mehr Zeit zum Zuhören. Und hätte ich das im Bundestag erzählt, dann hätte mich das Volk bestimmt gewählt. Und sie wissen, ich gehe nicht in die Politik. Lass dich übertreiben, wir wollen nur einen schönen Boxer schreiben. Ich bin los, es ist alles da.
Dankeschön, das sah gut aus. Habt ihr Lust, noch mehr Blödsinn mitzumachen? Die Antwort war recht eindeutig, okay. Nun, folgende Lied, singen wir die Strophen und ihr die Refrains, okay? Ja, sagen Sie. Ja. Ich muss übrigens an dieser Stelle mal eine junge Dame wundern, auch wenn sie jetzt gerade eine SMS an die Mutter schreibt, nehme ich an. Sie sitzt auf den Schultern und sie ist komplett textsicher. Willst du das Pack haben? Willst du? Okay. Gebt ihr das? Wir sind gespannt. Der andere vielleicht so. Nicht fallen lassen. Was war?
Gott zu lieben. Der Mann, der diese Gitarren baut, seit vielen, vielen Jahren, ist heute Abend hier. Hier kommt das Handwerk. Nee, nicht eure Wege, sondern weil es ein Liebesding kommt.
schon länger schon kriegt. Thank you.
passierst, bin ich dabei. Ich bin immer dabei. Wenn wenig später der Tag beginnt und deine Träume nur noch Wolken Schatten sind, bin ich wieder dabei. Du glaubst nicht, dass ich bin trotzdem immer hier, getrennt und doch ein Teil von dir. Ich bin immer dabei, auch wenn du denkst, dass dich niemand hört. Wenn du glaubst, du bist völlig schon gestört. We'll be right back.
Dankeschön. Für das nächste Lied muss ich einen Moment lang um völlige Ruhe bitten.
Ein paar Krähen heißen alle Krähen. Zu sehen, sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin, ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Hier muss ich kurz Klammer aufmachen. Wir sind jetzt schon eine Weile auf Tour. Hey, da ist sie wieder. Hat das Blech geschmeckt? Und immer wenn ich singe oder wenn wir singen, nach Osten ziehen, ruft ein Teil des Publikums: Zwickau. Scheint die einzige ostdeutsche Stadt zu sein, die alle kennen. Aber da gibt es noch eine andere, Berlin! Aber heute Abend, Zwickau. Ich sah sie langsam hier aus dem Ziel. So geil, bei Männern ist der Reflex automatisch. Zwickau! Sofort Südkurve, Zwickau! Für die Nicht-Eingeweihten ein weiches G, also Zwickau wäre völlig falsch. Zwickau! Ihr könnt auch ruhig so einen Mund machen wie eine Endmoräne. Zwickau! Ich sah sie langsam hier aus dem Ziel. Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun, plötzlich musste ich lachen. Merkt ihr selber, ist doof, oder? Wie wär's denn mit einem einzigen Ha? Moment, plötzlich musste ich lachen. Das reicht mir aber noch nicht. Behalte das Ha und hallo Ladies. Könnt ihr danach noch ein kleines Kichern hinterher sagen? Also so, ha, Kichern? So, muss gar nicht so laut sein, eher so charmant. Also, plötzlich musste ich lachen. Bisschen lauter vielleicht schon, plötzlich musste ich lachen. Der Gedanke traf, jetzt kommt die Paradestelle. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Ihr merkt schon, es gibt verschiedene Interpretationen von Blitz. Den Kugelblitz, den Winkelblitz. Bisher noch nicht kartografiert, aber hier in Hamburg, der Winkelblitz. Wir bevorzugen mit der linken Hand ein Z. Es muss natürlich irgendwie synchron sein, wenn alle linke Hände gleichzeitig hochgehen. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Nicht schon vorher. Ah, ich weiß. Wenn das Wort Blitz meine Lippen verlässt, dann geht die Hand hoch. Der Gedanke traf mich wie ein Plätzchen. Hat jemand Blitz gesagt? Der Gedanke traf mich wie ein Eimer. Ah. Der Gedanke Blitz. Ah. Ihr müsst Blitz. Okay, ich mach's einfach. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Gut, warum macht der Blitz eigentlich? Frage ich mich jetzt mit Ja. Aber gut, es hat einen Zwischenblitz. Auf dem Rängen auch. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Sehr gut. Das ganze Leben ist so. Warum bin ich kein Diktator geworden? So ein freundlicher Diktator, ja? Nicht jemand, der einen anderen Menschen umbringt und einsperrt und foltert. Nee, der geht einfach so nichts folgen und sagt, so, und jetzt müsst ihr alle Häschenkostüme tragen, bevor ich so Ich fände mich als Diktator super komisch. Okay, das ganze Leben ist nur ein Witz und alles, was wir so anstellen, um anders zu sein als die anderen, ist nichts. Also, dies ist der Moment, an dem ich zwei neue Bandmitglieder vorstellen möchte. Christian an der Trompete. Weil wir haben eine Japanerin in der Band, Yoko-san. Und wir haben bei einem internen Wettbewerb herausgefunden, dass Yoko-san von uns 12 das beste Schein machen kann. Etto, moichi do, onegaishimasu. Schein, ich denke, das ist immer ist. Ja, alle gucken. Verschiedene Scheinfunks, also meine war. Und bei Yoko Kopfstellung beachten, bisschen schräg. Und dieses totale orientalische Glück, will ich es mal nennen. Testet sich mal. Wollt ihr das mal probieren? Ist nichts als Schreien. Oh, süß. Habt ihr das jetzt alles für euch gemerkt? Dann seid ihr besser als ich. Versucht's. Was passiert? Oh, ich sehe, ihr macht. Bitte, ey, klatschen, wie willst du die Krähe hinkriegen beim Klatschen? Die Klatschkrähe oder wie? Es passierte am Abend des Vierten. Die Sonne ging unter, es war da ziemlich still. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Sie
war unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam den Osten ziehen. Ich dachte nach den über einige Sachen, die Menschen so tun, plötzlich musste ich lachen. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Das ganze Leben ist nur ein Witz. Alles, was wir so anstellen, um anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein. Und ich sag ein, wir wollen anders. Die Welt ist Originalität, so cool zu werden, ich denke.
Jahre geht es nach einer extrem ungünstigen Stelle. Messi!
es nur auf mich gewartet. Als ob das Meer überhaupt gewährt. Ich hab's gesehen, grausam. Oh,
überspielt. Du hast nachts im Traum plötzlich Visionen. Zeit ist an deinem Verstand. Du sagst, du hast Angst. Du weißt nicht, wie's weitergeht. Du bist nachts im Traum. Niemand redet mit dir, weil kein Mensch deine Sprache spricht. Du sprichst du selber nicht mehr. Du sagst, du wirst verfolgt, sie wollen dich töten. Doch wer sie sind, ist nicht klar. Und alles, was du jemals gewusst hast, dir das, du bist der Welt.
das Publikum. Vielen Dank. Noch ein kleiner Laola zum Abschied. Von vorne nach hinten. Während wir uns verbeugen.